Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf TV Schwerin. An meiner Seite heute Frau Cornelia Nagel. Frau Cornelia Nagel ist die Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90, den Grünen, in der Schweriner Stadtvertretung. Und natürlich haben wir stadtpolitische Themen. Erstmal natürlich die generelle Frage: Wie sind Sie mit der Entwicklung von Schwerin so innerhalb des letzten Jahres zufrieden oder nicht? Ja, wenn man es insgesamt betrachtet, kann man schon sagen, Schwerin entwickelt sich gut. Aber wenn ich jetzt auf unsere speziellen Umweltthemen schaue, da sind wir eigentlich als Fraktion sehr unzufrieden, weil wir viele Dinge festgestellt haben, wo doch der Schutz der Umwelt für die Stadt nicht wirklich interessant ist und auch oft nicht eingehalten wird. Das sind ja klassische grüne Themen auch. Da können wir gleich mal ins Detail gehen. Wo konkret sagen Sie, die Stadt ist nicht grün genug? Naja, zum Beispiel jetzt bei dem neuen Wohngebiet, was im Langwohr Internatskomplex aufgestellt wird, da gab es einen städtebaulichen Entwurf mit der Prämisse, den Baumbestand, den 30-jährigen alten Baumbestand zu erhalten. Und so war auch die Beschlusslage. Und der Investor, das ist auch okay, dass das jemand kauft und bebaut und so weiter, aber der hat als erstes die Baumfällung beantragt. Obwohl wir als Stadtvertretung überhaupt noch keine Pläne vorliegen hatte, nur diesen städtebaulichen Entwurf, und es sollten schon mal 200 Bäume gefällt werden. Und da haben wir jetzt einen Antrag eingebracht, der wird in der nächsten Stadtvertretung behandelt, wo wir sagen, so geht es nicht. Also wenn der Investor unter den Prämissen erwirbt, dann hat er sich auch daran zu halten. Noch sind Sie nicht gefällt? Noch sind Sie nicht gefällt, das konnten wir verhindern, oder das sollte auch noch nicht passieren. Das ist auch noch nicht so klar, ob sie es wirklich wegen unserer Veto gemacht haben. Aber noch sind sie nicht gefällt und wir hoffen gemeinsam mit den anderen Fraktionen, dass das wirklich nicht passiert. Ja, aber damit sind wir natürlich bei einem entscheidenden Thema. Oftmals nimmt man die Grünen so wahr, dass sie immer auf alle Fälle verhindern wollen. Wenn sie Bäume fällen, müssen sie auch Ausgleichsmaßnahmen woanders ja ins Leben rufen. Da müssen praktisch neue Bäume ja gepflanzt werden. Und ein Investor, der bestimmte Pläne hat mit dem Gebiet, da ist das ja durchaus nachvollziehbar. Wir wollen das auch überhaupt nicht verhindern. Bloß es gibt ja diesen städtebaulichen Entwurf von einem Architektenbüro, die gesagt haben, das ist dort machbar zu bauen, ohne diesen wertvollen Baumbestand zu fällen. Und das ist unser Ansatz. Natürlich muss er Ersatzpflanzung machen, aber inzwischen sind so viele Ausgleichsmaßnahmen vorgeschrieben, dass es kaum noch Flächen dafür gibt. Und warum sollte man 30 Jahre alte Bäume fällen, wenn es die Möglichkeit gibt? Sicher müssen mal ein paar gefällt werden, das ist nicht die Frage. Da wollen wir uns auch gar nicht gegen verwehren. Aber wenn die Beschlusslage so ist und der Investor macht dann was anderes und die Stadt genehmigt das dann auch noch am Ende, dann sagen wir schon halt, so geht es nicht. Also keine jetzt Oppositionspolitik auf Teufel komm raus, sondern durchaus mit Sinn und Verstand? Überhaupt nicht. Wir begrüßen auch die Bebauung dort. Wir wissen, dass es Einfamilienhausgrundstücke, der Bedarf sehr groß ist. Das soll auch gewährleistet werden. Und ich weiß aber genauso gut aus vielen Gesprächen, dass die Leute gucken, Mensch, es wäre doch schön, wenn ich so ein Grundstück hätte, wo auch schon ein bisschen Baumbestand da ist oder Straßenführung mit Bäumen, als so ein kahles Gebiet, so eine Brachfläche, die dann erst wieder über viele Jahre entwickelt werden muss. Ja, das kann ich nachvollziehen. So ein großer Baum ist natürlich viel schöner, auch für Kinder, als so ein kleines Pflänzlein, wo man nicht mal richtig hochklettern kann. Kommen wir mal auf das Verkehrskonzept der Stadt. Auch das sind ja grüne Themen. Sie sagen ja, ganze Stadt Tempo 30, und da sagen natürlich auch viele, so geht das nicht. Das ist richtig, aber das Verkehrskonzept sollte aufgrund eines Antrages in der Stadtvertretung vorgelegt werden. Das Konzept ist durch ein externes Büro erarbeitet worden, liegt seit 2013 in der Schublade. Trotz mehrmaliger Nachfragen ist es uns nicht vorgelegt worden, angeblich wegen Abstimmungsbedarf. Naja, Ausreden gibt es immer. Und jetzt gab es unseren Antrag und nun wurde es uns vorgelegt, aber es soll nicht wirklich umgesetzt werden. Also überhaupt nur so ein bisschen Stückwerk, noch ein paar Lückenschluss 30, aber die großen Sachen werden nicht wirklich angegangen. Es gibt ja auch den Lärmschutzaktionsplan, das hängt ja alles zusammen. Die Bundesregierung gibt auch Vorgaben dafür, Lärmreduzierung. Ja, genau, da wollte ich nochmal nachfragen. Da gibt es ja bundesgesetzliche Vorgaben zur Lärmminderung, so heißt es. Genau. Und die werden in Schwerin hier nicht eingehalten. Naja, es gibt die beiden Konzepte und Vorlagen, aber sie werden nicht wirklich konsequent umgesetzt. Denn wenn man überhaupt nichts macht auf großen Einfahrstraßen oder das Tempo reduziert, gibt es natürlich auch keine Lärmreduzierung. Und ich glaube, auch die Anwohner des Obertriedenrings wären glücklich, wenn das passieren würde. Wir sehen das in der Werderstraße. Schwerin ist nicht untergegangen. Und da ist Tempo 30 und inzwischen sind fast alle Häuser saniert, entwickelt,
Und das könnte man ja auch weiter so verfolgen. Ja, ein letztes Thema, was da noch mit rein will, ist natürlich der Schweriner See und die Bootsanlegestellen, die da gebaut wurden. Da waren sie auch nicht so, dass sie ja gerade dann die Wirtschaft unterstützt haben, sondern sie haben gesagt, eher nicht bauen, sondern mehr die Biotope beachten. Naja, das kann man auch so nicht sagen. Wir haben bei dem Schiffsanleger, weil das war wirklich ein Vorhaben, was die Stadt geplant hat, was also teilweise gesetzeswidrig war. Das sieht man ja seit 2012, versuchen die das gerichtlich zu klären. Es ist immer noch so, dass der Bau untersagt wird, weil immer wenn die Stadt wieder was vorlegt, erst hat sie behauptet, es muss kein FFH-Gutachten, also Verträglichkeitsgutachten gemacht werden. Inzwischen hat das Gericht gesagt, ihr müsst das machen. Das erste Gutachten taugte nichts, das hat das Gericht auch Was gesagt. ist FAH-Gutachten? FFH-Gutachten, FFH. Verträglichkeitsgutachten für diese Habitate, Ja. ne? Fauna, Flora, Habitat heißt das. Und dafür gibt es also für bestimmte Bauvorhaben müssen dann diese Gutachten gemacht werden. Da gab es das erste, wie gesagt, hat das Gericht gesagt, das taugt nichts. Weil dort immer, wo es interessant wird, also haben die Boote zugenommen, ist es wirklich eine Störung und Reduzierung der Habitate, dann hat das Gutachten immer aufgehört. Jetzt gibt es ein neues Gutachten. Das ist aber auch nicht so, dass man damit was anfangen kann, weil das nur auf Zahlenspielen und Softwareberechnungen basiert und nicht wirklich tatsächliche Zählungen vorgenommen hat. Ja, nun kann man sich ja vorstellen, in Schwerin, jetzt mal zu einem anderen Thema, die Einwohnerzahlen entwickeln sich wieder positiv. Das heißt, man hat den Rückgang aufgehalten, es kommen wieder mehr Kinder zur Welt, auch in Schwerin, nimmt wieder zu. Jetzt haben wir ein Problem bei der Schulentwicklung, also dass man bestimmte Entwicklungen nicht voraussehen konnte oder nicht voraussah. Und jetzt haben wir nicht genug Plätze für die Schüler hier. Wie sehen Sie das? Hätte die Verwaltung da weitsichtiger handeln müssen? Auf alle Fälle, also hier werfen wir der Verwaltung wirklich komplettes Versagen vor, weil die Schulentwicklungsplanung 15, 16 hätte schon im Jahre 2014 vorliegen müssen. Und das wurde mir auch zugesagt von der Verwaltung, weil ich in dieser Sache nachgefragt hatte. Es ist jetzt endlich, liegt es da, also viel zu spät, weil wir haben schon Jahr 2016, es müsste ja schon 17, 18 gemacht werden. Die Zahlen waren bekannt, also die Kinder, die werden mit 6, 7 Jahren eingeschult. Und man kann nicht immer davon vertrauen, was jetzt die Stadt gemacht hat, dass es sind mehr Anmeldungen da als Schulplätze, in der Hoffnung, dass immer noch ein paar Kinder zurückgestellt werden. Also das ist ja ein planloses Vorgehen, würde ich mal sagen. Schon immer auch mit den Hortplätzen, dass das nicht funktioniert. Und jetzt sollen eben schnell Schulen gestampft werden, neu gebaut werden. Und man denkt eben nicht nach, dass man auch alte Schulen mal wieder aktiviert. Schelfschule zum Beispiel, damals als die Körnerschule. Also an die Designschule verkauft wurde über Erpacht, haben wir ja schon gesagt, ist das wirklich notwendig? Denkt dran, wenn sich mal die Entwicklung anders gestaltet, dass wir dann wieder zurück können. Bei der Schule ist es nicht mehr möglich, weil es dann einen Erpachtvertrag gibt über 99 Jahre. Und das wäre zum Beispiel eine Schule, die ja dringend benötigt würde. Die ist toll saniert, aber steht nicht mehr für uns zur Verfügung. Wie sieht es aus mit dem Haushalt von Schwerin? Wir wissen, dass es natürlich wenig letztendlich Spielraum gibt, auch für kulturelle Sachen in Schwerin. Zum Beispiel, also Schulneubau wäre da nur ein Thema, aber jetzt auch das Thema Museum. Er hat in den letzten Monaten ja immer wieder auch die Öffentlichkeit beschäftigt. Schwerin hat kein eigenes Stadtmuseum. Es gibt die großen Landesmuseen hier, aber die sich nicht mit Stadtgeschichte beschäftigen. Jetzt gibt es Vorstöße, also in der Stadtvertretung, die aber auch von Ihnen unterstützt werden und mitgetragen werden. Das wird von uns mitgetragen, weil wir das auch schon immer mal wieder auf der Agenda hatten. Ist natürlich immer das Geld, spielt die Rolle. Aber ich denke, dass man da lieber mal gucken muss, ist das wirklich was ganz Wichtiges, auch wenn es eine freiwillige Aufgabe ist. Das halten wir für dringend geboten, dass sich auch eine Stadt die Geschichte darstellt. Ne? Leute sollen sich damit befassen, was ja ganz wichtig ist. Wissen wir aus der Historie, dass ohne Geschichte, wenn ich nicht weiß, woher ich komme, weiß ich auch nicht, wohin soll ich gehen. Also das würden wir auf alle Fälle unterstützen. Auch wenn wir sagen, gut, die Finanzen, das muss natürlich geklärt werden, das ist ganz logisch, das ist auch für uns wichtig. Aber vielleicht geht es auch mal erstmal anfangen mit einer Ausstellung, dass man sagt, überhaupt, was hat Schwerin als Exponate zur Verfügung? Und dann denke ich, sicher müssen wir die Finanzen im Blick haben. Ne? Wir müssen konsolidieren, auch dass wir das alles mit dem Land hinbekommen, dass wir auch die Zuschüsse erhalten und so weiter. Aber wenn wir in den letzten
2, 3 Jahren, wo ich mich erinnere, wie viel Geld wird sinnlos so ausgegeben. Ne? Planung, Stadion, Brücke, Verkehrsführung, Mettenheimer Straße. Jetzt träumen wir schon wieder alle von Abuga. Das sind schon wieder über 100.000 Euro für eine Studie ausgegeben worden. Das mag alles ganz nett sein. Aber wenn ich als Stadt Probleme habe, die ich unbedingt lösen muss, ne? Und auch vielleicht mal drüber nachdenken, mache ich wieder ein Geschichtsmuseum, dann muss ich auch Prioritäten setzen. Das finde ich also eine wichtige Entscheidung, dass man nicht immer so von Großprojekten träumt und alles nur mit Fördermitteln macht, sondern wirklich selbst guckt, was ist für die Stadt ganz wichtig. Das fängt mit den Gehwegsanierungen an, wo es leider keine Fördermittel gibt. Aber das ist für mich dann prioritär, als wieder irgendwas zu machen, wo es Fördermittel gibt. Das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie stehen Sie zu diesen Großprojekten, zum Beispiel wie Buga? Sehen Sie das eher kritisch als grüne Fraktion? Dann gibt es ja noch auch das Weltkulturerbe, das jetzt ja auch ein bisschen über Schwerin hinaus sich erstrecken soll. Also wir sehen das mit der Buga kritisch. Wir sollten froh sein, also das ist so unsere Ansicht, dass wir das so toll gemacht haben mit der letzten Buga, dass das die Stadt so vorangebracht hat, muss man wirklich sagen. Aber es kostet wahnsinnig viel Geld. Das Land hat noch keine Förderzusagen gemacht, in keine Richtung. Aber wir geben schon wieder für Studien und Workshops Geld aus. Und wenn man bedenkt, wo jetzt die erste Studie vorliegt, in welchen Gebieten das wieder gebaut werden soll. Das ist alles Naturschutz und viele Biotope. Wo ich sagen muss, nee, also eine Buga muss nicht noch mehr zerstören. Sie soll eigentlich Brachflächen wieder zum Leben bringen, was da das ja der Ansatz nicht wäre. Und vor allen Dingen, für uns kollidiert das auch mit dem Welterbeantrag. Das passt für uns überhaupt nicht zusammen. Welterbeantrag wird von Ihnen erstmal unterstützt. Das wird von uns unterstützt. Naja, weil ich denke, das bringt schon eine Stadt voran. Und vor allen Dingen wird ja auch sehr viel Augenmerk auf Kultur gelegt, auf Geschichte. Wie passt Altes zu Neuem zusammen? Es wird auch geguckt, wenn wir jetzt in der Stadt neue Sachen planen. Ne? Passt das mit dem Welterbeantrag zusammen? Das finden wir schon eine sinnige Sache. Ja, wir sind jetzt schon am Schluss. Ich habe aber noch eine wichtige Frage. Und zwar, wenn man so will, sind Sie ja neben den unabhängigen Bürgern und neben der AfD die einzige Opposition, weil die CDU ist in der Stadtregierung vertreten, die SPD ist in der Stadtregierung vertreten und natürlich auch die Linken, allein schon durch die Oberbürgermeisterin. Wie arbeiten diese Oppositionskräfte, wenn man so will, zusammen? Also es gibt ja keine Koalition in der Stadt. Wir sagen ja immer, wenn es vernünftig ist, arbeiten wir zusammen. Wir machen natürlich auch viel mit der SPD. Die sind ja uns am nächsten, auch wenn es Anträge gibt, die wir für sinnig halten, auch mit CDU und Linke. Mit der AfD nicht, ganz klare Ansage. Das findet also komplett keine Unterstützung von uns, weil die Anträge immer populistisch und noch mit rassistischem Hintergrund sind. Also damit wollen wir uns nicht befassen. Aber es gibt auch Schnittstellen mit den unabhängigen Bürgern. Gerade was Umweltschutz betrifft, kann man auch mit denen zusammenhängen. Also wenn es inhaltlich passt, dann machen wir da auch gerne mit. Aber ganz klare Abgrenzung zur AfD. Ja. Gut. An dieser Stelle vielen Dank fürs Interview und natürlich viel Erfolg weiterhin bei Ihrer Arbeit in der Stadtvertretung und für Schwerin. Und liebe Zuschauer, auf Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Interview der Woche hier auf TV Schwerin. Ebenso, danke.